Es geht heute um das Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung. Und ich bin sehr stolz, heute da sein zu dürfen, weil so eine Einleitung, wie ich sie heute bekommen habe, habe ich noch nie gehabt. Kommunikationswirtschaft. Es wurde etwas gesagt, was ich persönlich als sehr wichtig empfinde und was ich in meinem täglichen Tun auch immer wieder sehr in den Vordergrund rücke. Und diese Geschichte nennt sich einfach, und es wurde sehr treffend gesagt, den Ballen sehr flach spielen. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann können wir uns relativ schnell in diesem Thema verlaufen. Und dann wird es eine Last. Wenn wir das Thema richtig angehen, dann befriedigen wir die Anforderungen der DSGVO und wir haben im Unternehmen intern einen Mehrwert. Wir haben wieder eine klare Sicht auf die Dinge. Wir haben wieder klare Strukturen. Wir haben wieder klare Zuständigkeiten. Wir haben wieder klare Regelungen. Und von dem profitiert ein jedes Unternehmen. Schauen wir rein in die EU-Datenschutzgrundverordnung. Ich werde in Folge jetzt nur mehr sagen, die DSGVO. Wenn wir die DSGVO uns anschauen, dann steht da etwas drinnen, was wir so in Worten nicht finden werden. Die Verwendung fremder Daten ist verboten. Wenn wir das so stehen lassen, können wir zusperren. So, und deswegen müssen wir diese DSGVO jetzt ein bisschen anders lesen, denn es geht hier um ein Gesetz, das grundsätzlich etwas verbietet, nämlich die Verwendung und Verarbeitung fremder Daten. Und dieses Gesetz nennt uns jetzt die Ausnahme. Wann dürfen wir es doch? Und das wirklich Spannende ist, dass wir uns diese Ausnahmen rausholen. Dazu müssen wir das Gesetz allerdings kennen. Und wenn wir dann die Ausnahmen uns rausgeholt haben, nämlich die für uns anwendbaren Ausnahmen, dann wird es dann relativ leicht gemacht, auch die eigenen Prozesse darauf abzustimmen. Es handelt sich also vordergründig um ein Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Es geht nicht nur um digitale Daten. Es geht um personenbezogene Daten, unabhängig vom Medium. Vergessen Sie bitte nicht das Papier. Und da gibt es Unternehmen, und das gibt es sehr häufig, die wissen ganz genau, wann die 7-Jahr-Bescheid abgelaufen sind, und dann wird die Buchhaltung ausgeräumt. Dann kommt der Vernichter, stellt Container her, da werden die Ordner reingehauen, das Papier weggerammt und jeder ist froh, dass er wieder einen Platz hat. Aber keiner denkt gleichermaßen an die digitalen Daten. Wir müssen hier unsere Regeln nachschärfen. Das ist die Herausforderung. Und dann steht da noch etwas wie Integrität und Vertraulichkeit. Mit dem haben wir in der Regel wenig Probleme, weil mit Vertraulichkeit und mit Integrität wissen sehr viele Unternehmen jetzt schon sehr gut umzugehen. Spüren wir das Thema durch anhand meines Monsters. Bewerbung. Jetzt kriegen Sie eine Bewerbung ins Unternehmen ein. Die Rechtmäßigkeit ist gegeben. Dateneigentümer schickt Ihnen und sagt, da hast du meine Daten, schau sie dir an, hast du vielleicht einen Job für mich. Stell mir vor, Sie kriegen die Bewerbung per E-Mail und die geht an die Office-Adresse. Es ist eine Blindbewerbung. Office stellt fest, aha, Bewerbung, ich bin nicht zuständig und schickt es an die HR. HR sagt, aha, okay, ich bin nicht zuständig, ich schicke es weiter an den Fachbereich. Der Fachbereichsleiter sagt, aha, ich habe jetzt keine Zeit, ich drucke mir es aus. Nach einer Woche kommt er drauf und sagt, ja, interessant ist er schon, aber einerpassen tut er gerade gar nicht. Schickt eine Meldung an die HR zurück, schickt doch bitte eine Absage. Und sobald die Absage draußen ist, ist der Zweck weg. Was haben wir zu tun? Wir haben die Daten zu löschen. Wer weiß zu dem Zeitpunkt, wo die Daten sind? Wer im Unternehmen hat die Kompetenz, in die unterschiedlichen Postfächer reinzuschauen? Niemand. Wir haben das Digitale genauso zu betrachten wie das Papier. Das macht es nur mehr komplizierter. Wir haben Daten zu schützen. Und zwar vor der unbefugten Verarbeitung. Jetzt müssen wir mal klären, wer ist denn der Unbefugte? Sagen Sie mir bitte, wer ist denn ein Unbefugter im Unternehmen? Trauen Sie nur, sagen Sie es. Mitarbeiter, die nicht berechtigt sind,
diese Mitarbeiter, die nicht in den eigenen Fachbereich gehören, zum Beispiel, richtig. Ja. Wer ist nur Unbefugter? Dankeschön. Externe Reinigungskräfte sind definitiv Unbefugte. Und die kommen zu Zeiten, wo die Office nicht besetzt sind. Ja? Wo keiner da ist. Also, externes Reinigungspersonal. Wer ist denn nur Unbefugter? Ich sage aber, es wird Zimmerpflanze im Unternehmen. Der ist da, aber den nimmt man gar nicht wahr. Wer könnte das sein? Irgendeine Idee? Der Lehrling. Der Kunde kommt in den ersten Fachbereich. Der Fachbereich schreit, der Lehrling ist bei mir, er braucht. Nach 3 Monaten geht er in den nächsten Fachbereich, der Fachbereichsleiter sagt auch und sagt, der Lehrling ist bei mir, er braucht. Ein halbes Jahr später geht der Lehrling in den nächsten Fachbereich, der Fachbereich Zuständige sagt auf und sagt, der Lehrling ist bei mir, er braucht. Aber es sagt nie einer auf, der sagt, er braucht nimmer. Am Ende seiner Lehrzeit hat der Lehrling mehr Rechte wie Geschäftsleitung. Wir müssen auf solche Dinge aufpassen. Wir müssen den Unbefugten kennen. Wir müssen ihn erkennbar machen. Sie kennen es, bei sehr vielen Unternehmen wird ein Unternehmensfremder abgefangen beim Empfang und der wird dann gekennzeichnet. Der kriegt was zum Umhänger, ein Visitorausweis zum Beispiel. Das sind genau diese Dinge. Und Sie haben dann im Unternehmen intern die Aufgabe, eine Regel zu erstellen, die nichts anderes macht als, jeder ist dafür zuständig und auch verantwortlich, in der Eigenverantwortung, wann er einen Fremden in seinem Fachbereich hat, dann hat er es anzureden. Was willst du da? Was brauchst du? Zu wem möchtest du? Und wenn der sagt, na, ich bin da richtig, ich brauche was von Ihnen, dann haben wir zumindest dafür zu sorgen, dass, wenn er sich schon bei uns am Arbeitsplatz hersetzt, dass da nichts da liegt, wo er rauslesen kann, wann es um andere geht. Und das kann jeder in der eigenen Organisation für sich am Schreibtisch machen. Das müssen wir nicht einmal überregulieren. Wir müssen den Mitarbeitern nur sagen, passt auf, wenn Unbefugte da sind. Schützt die Daten. Wir haben Daten zu schützen vor Verlust oder vor Zerstörung. Wie kann ich denn Daten verlieren? Technischer Defekt. Wie schütze ich mich? Backup. Aufzeigen, wer kein Backup hat. Danke, Thema stresst uns nicht. Wie kann ich sonst noch Daten verlieren? Durch Diebstahl, wie schütze ich mich? Firewall. Technische Maßnahmen wie zum Beispiel Firewall als vorgelagerte Schutzinstanz, wie noch? Gehen wir davon aus, Ihnen wird das Handy gestohlen, wo wir so ziemlich die ganzen Outlook-Inhalte drauf haben, vielleicht sogar noch mehr. Passwörter. Sollte man meinen, dass eh normal ist, Passwörter zu verwenden? Ich stelle immer wieder fest, dass doch nicht so selbstverständlich ist. Es hat ein Unternehmen 20, 30, 40, 50 Handys, die es ausgibt. Mit Notebooks, mit Tablets, mit allem, was dazugehört. Da muss ich mir einfach ein System einfallen lassen, dass bevor ein Gerät an den Mitarbeiter ausgehändigt wird, hat das Gerät gewisse Mindeststandards zu erfüllen. Datenträger sind zu verschlüsseln. Es ist ein Kennwort zu setzen. Ich definiere, wie stark muss das Kennwort sein. Es war vorher irgendwo das Thema, ich aktiviere vielleicht Funktionen wie Fernlöschung oder Fernortung. Das heißt, Unternehmen haben die Verpflichtung, einfach einen Standard zu schaffen, sich dann an dem Standard zu orientieren und dafür Sorge zu tragen, dass jedes Gerät, was nach außen geht, diesen Standard erfüllt. Und dann haben wir kein Problem. Das beeinträchtigt die Mitarbeiter im Arbeiten nicht. Weil die meisten arbeiten nicht mit einem Fingerscan. Das heißt, die geben da nicht irgendwelche komplexen Kennwörter ein. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Sicherheit ganzheitlich gemacht wird. Schauen wir weiter. Eines ist auch noch sehr interessant mit der DSGVO, Information und Transparenz. Es geht in Richtung AGBs, Datenschutzerklärung und so weiter.
Wir haben zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten den Dateneigentümer darüber zu informieren, was wir mit seinen Daten machen, wem wir die Daten geben, wie lange wir sie vorrätig halten und so weiter und so fort. Datenschutzerklärungen. Das Thema ist für Sie nicht neu. Na, Kunden, Lieferanten. Solange eine Geschäftsbeziehung hat, ist besser der Container, dass ich die Daten habe, oder? Aber er weiß nicht, was sie dann damit. Er kann sich etwas denken dazu. Jetzt haben wir es mitzuteilen. Sie kennen dieses Thema. Sie kennen das Thema wahrscheinlich eher aus ein bisschen einem lästigen Kontext raus. Internet. Bei einer jeden Internetseite ist das erste Mal betreten, haben Sie entweder oben oder unten so einen Banner drinnen. Cookie-Hinweis, Datenschutzerklärung, Sie müssen auf OK oder Akzeptieren draufklicken. Warum kommt das? Warum kommt dieses Ding mittlerweile bei fast einer jeden Internetseite? Es geht um dieses Thema. Es wird der Kunde darüber informiert, dass er hier Datenspuren zurücklässt. Und wir haben zu informieren, was tun wir mit diesen Datenspuren? Google Analytics und Co. Also da treffen wir das Thema schon. In Zukunft haben wir das auch bei dem normalen Datenaustausch mit zu berücksichtigen. Das heißt, wir reden hier über Themen wie eine Erweiterung der AGBs. Wir reden hier darüber, Datenschutzerklärungen zu erstellen. Und damit wir die Prozesse dadurch jetzt nicht komplizierter machen, im Sales-Bereich zum Beispiel, schreiben wir überall unten drauf, es gelten nicht nur unsere AGBs, sondern auch unsere Datenschutzerklärungen. Das verkompliziert die Prozesse nicht. Und der Sales arbeitet genauso weiter wie bisher. Der EU-Datenschutzstandard, den werden Sie so nicht finden, der ist ein bisschen rausgearbeitet und ein bisschen konzentriert und da steht ganz oben drinnen, jede Datenverarbeitung hat verordnungskonform zu sein. Das ist sicherzustellen. So, und jetzt, da wir den Satz ein bisschen auseinanderdröseln. Jede Datenverwendung oder Datenverarbeitung. Gehen Sie bitte mal in sich und stellen sich selbst die Frage, kenne ich alle meine Datenanwendungen im Unternehmen? Und ich sage Ihnen aus der praktischen Erfahrung heraus, selbst die IT kennt maximal 40% der Systeme, die im Unternehmen vorhanden sind. Selbst die IT. Mitarbeiter schaffen sich eigene Lösungen. Distanz. Und hier geht es darum, einmal zu inventarisieren. Hier geht es darum, einmal nachzuschauen, was habe ich denn tatsächlich im Unternehmen? Ich muss Bescheid wissen über die Datenverarbeitungssysteme, die ich im Unternehmen habe. Und wenn ich das weiß, wenn ich inventarisiert habe, dann kann ich mich damit beschäftigen, diese Systeme in das Regelwerk der DSGVO einzupacken. Wir brauchen Vereinbarungen mit unseren Dienstleistern. Der muss uns garantieren, dass wenn er auf unseren Systemen arbeitet oder mit unseren Daten arbeitet, dass er die Daten schützt. Er darf unser selbst definiertes Sicherheitslevel nicht unterschreiten. Er braucht Regeln von uns. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wer sind unsere Auftragsverarbeiter. Und wenn wir da speziell in die IT schauen, da haben wir viele Auftragsverarbeiter. Das Witzige ist, die legen uns ihre Verträge vor und wir unterschreiben es. Das nennen sie dann SLA. Und jetzt dreht sich der Spieß um. Die SLA kann es weitergeben, die regeln andere Dinge. Aber jetzt haben wir als Unternehmen, wir als die Verantwortlichen, ein Regelwerk aufzustellen, wie der Dienstleister, wenn er denn dann bei uns arbeitet, vorzugehen hat. Und das muss er unterschreiben. Und wenn er das nicht tut, dann dürfen wir nicht zum Einsatz bringen. Und die Herausforderung sind zwei Geschichten. Erstens einmal wieder die Inventarisierung. Ich muss meine Auftragsvorarbeiter kennen. Und die zweite Geschichte ist administrativ. Ich muss im Überblick behalten, dass ich tatsächlich mit jedem eine Vereinbarung habe. Aber das mache ich ja nicht jeden Tag.
Wenn ich einmal mit dem Reinigungsunternehmen eine Vereinbarung habe, dann ist mir vollkommen wurscht, wem der dann schickt. Das mache ich einmal B2B. Schauen wir weiter. Die DSGVO gibt uns ein Werkzeug mit, das nennt sich das sogenannte Verfahrensverzeichnis. Und das Verfahrensverzeichnis ist nichts anderes als die Verschriftlichung dessen, was wir im Kontext zur DSGVO im Unternehmen gemacht haben. Da drin haben wir die Dateisysteme gelistet, da drinnen zeigen wir die Zwecke auf, wie ergibt sich die Rechtmäßigkeit, wie ist die Speicherdauer reguliert. Da drinnen finden wir, wie ist das Risiko bewertet, was sind unsere Maßnahmen, wem geben wir die Daten, wo kriegen wir die Daten her und so weiter. Das finden wir alles da drinnen. Das Verfahrensverzeichnis ist auch das erste, was verlangt wird, wenn eine Behörde kommt zum Beispiel oder ein externer Auditor kommt. Allerdings, ein Verfahrensverzeichnis muss nicht verpflichtet von einem jeden Unternehmen geführt werden. Sondern gibt es gewisse Kriterien, wie zum Beispiel größer 250 Mitarbeiter. Das wäre eines der Kriterien. Meine Empfehlung ist aber ganz klar, machen Sie ein Verfahrensverzeichnis. Und wenn Ihnen jemand fragt, haben Sie DSGVO geregelt im Unternehmen, sagen Sie ihm das Verfahrensverzeichnis und das Ding ist erledigt. Haben Sie es nicht, wird es kompliziert. Haben wir eine Datenschutzverletzung, haben wir die zu melden. Unmittelbar, längstens binnen 72 Stunden, an die Behörde. Und wir haben alle Datenschutzverletzungen zu dokumentieren. Das klingt jetzt dramatisch, ist es aber in Wahrheit nicht. Was ist denn jetzt eine Verletzung? Definiert. Unbefugter, unrechtmäßig Verlust, Zerstörung. Ja, ich sage mal, jetzt bleibt da eine Lohnverrechnungsabteilung und sieht beim Mitarbeiter, der hat über Nacht irgendeine personenbezogene Zettel am Schreibtisch vergessen und nicht eingesperrt. Und wie war es, die Putzrechtsspieler kommen? Ob sie das kennen oder nicht, das kann ich ja nicht beobachten. Gehen muss ich das dann durchmelden? Nein. Warum nicht? Weil wir über Auftragsverarbeitervereinbarung die Reinigungskraft sowieso abgesichert haben. Wir dürfen nur auf eines bitte, wir dürfen nur den Fehler nicht machen, es wurde eh eingangs erwähnt, wir dürfen nicht zu sehr ins Extrem abdriften. Unberechtigt, unrechtmäßig, Verlust, Zerstörung. Das sind die großen Dinge. Jetzt haben Sie zum Beispiel eine Datenschutzverletzung, dann ist aus der Praxis zu erkennen, dass die wenigsten Unternehmen ja Datenschutzverletzung wahrnehmen. Das ist ja das hauptsächliche Problem. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Und dann brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen auf der technischen Seite ein Frühwarnsystem und die gibt es. Alle Ihre Produkte, die Sie zum Einsatz bringen, kennen das. Das nennen Sie Logging, Protokollierung. Da steht alles drinnen. Das muss es nur jemand anschauen. Und dann gibt es die Geschichte auf der humanen Ebene, wo es um den Faktor Mensch geht. Und jetzt bin ich wieder bei der Schulung. Ich sage dem Mitarbeiter, was ist eine Datenschutzverletzung? Und bitte ihn, wenn er was feststellt, es mir zu melden. Jetzt weiß ich zumindest einmal, ich habe eine Datenschutzverletzung. Dann geht es darum, ich habe diese Datenschutzverletzung zu untersuchen. Ist was passiert? Entsteht jemandem Schaden dadurch? Und wenn ich feststelle, jawohl, es entsteht Schaden, dann habe ich die Behörde zu informieren. Nicht bei jedem Ginkgerlitzchen, was da passiert. Das war ja Wahnsinn. Ja? Im schlimmen Fall, wenn voraussichtlich hoher Schaden droht, dann habe ich die Betroffenen selbst zu informieren. Und dann wird es ganz zart. Haben wir vor kurzem gesehen bei den Wiener Linien, die an die Öffentlichkeit gegangen sind mit einer Datenschutzverletzung, weil sonst die Betroffenen alle gar nicht erreicht hätten. Also, ich brauche ein Frühwarnsystem auf der technischen Ebene, auf der menschlichen Ebene und ich brauche einen Prüfprozess, dann wenn ich eine Datenschutzverletzung erfahre, dass ich mir das ausschauen kann, was ist passiert, hat es irgendwelche Konsequenzen und Auswirkungen, entsteht Schaden, wenn nein, dann wird es dokumentiert, wenn ja, habe ich zu melden. Was aber ganz wichtig ist, Trans des Themens Positive. Jede Datenschutzverletzung ist ein Anlass für Mitarbeitersensibilisierung. Nicht zu schimpfen,
entwickeln wir uns weiter, wie können wir es besser machen? Wir sind wieder beim Mehrwert. Und jetzt haben wir etwas, der sogenannte Datenschutzbeauftragte, in Österreich neu, in Deutschland kennen Sie den seit vielen Jahren, ist nicht für ein jedes Unternehmen verpflichtet, da gibt es wieder Kriterien. Und der ist nichts anderes als ein Wissender im Unternehmen, der berät die Geschäftsleitung, der hilft der Geschäftsleitung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, hinsichtlich DSGVO. Er wird dazu in eine ganz spezielle Position gehievt, aber grundsätzlich, es ist ein Freund im Unternehmen. Den sehe ich positiv. Das BFI zum Beispiel bildet solche Datenschutzbeauftragten aus. Und ich kann es an jedem Unternehmen nur empfehlen, schicken Sie dort Ihre Leute hin. Schaffen Sie Wissen im Unternehmen. Sie profitieren davon. So, und jetzt kommen wir kurz zusammengefasst zu den neuen Pflichten. Was kommt auf Unternehmen zu? Erstens einmal die Herstellung eines sogenannten Datenschutzmanagementsystems. Die muss diese ganzen Dinge ja abarbeiten, regeln und so weiter. Es geht darum, die geeigneten Maßnahmen technisch und organisatorisch herzustellen. Und ich brauche jetzt Überprüfung und Überwachungsprozesse. Ich muss laufen und regelmäßig schauen, ob meine Maßnahmen die Wirkung erreichen, die ich erwarte. Wenn nicht, muss ich nachbessern. Ich muss Nachweise herstellen. Eine Möglichkeit dazu wäre das Verfahrensverzeichnis. Wenn Sie sagen, Sie machen nicht ein Verfahrensverzeichnis, Sie machen das über Word, Excel, wie immer anders, ist es genauso. So, und jetzt kommen wir zu dem Motivator für das ganze Thema. Den Geldbussen. Und das, was da umsteht, steht so im Gesetz drinnen. Abschreckend und wirksam. Die Behörde hat den Auftrag zu strafen, und zwar so zu strafen, dass es abschreckend ist und dass es wirksam ist. Und womit erreichen wir Abschreckung? Womit erreichen wir Wirkung? Indem wir recht für Nuller hinten radern. 20 Millionen, also bis zu 20 Millionen, sollte die Behörde auf ein Unternehmen treffen, wo die Behörde der Meinung ist, mit 20 Millionen wird die Wirkung nicht erreicht, dann geht es bis 4% des globalen Jahresumsatzes des letzten Geschäftsjahres. Lunik 2 Sinnmarketingmacher.